Drei Jahre vor Eröffnung des Humboldt-Forums in Berlin ist heute das Konzept für das geplante Kulturzentrum vorgestellt worden. Die Räumlichkeiten im wiederaufgebauten Stadtschloss sollen nach dem Willen der Gründungsintendanten ein Ort des Lernens und Weltverstehens werden, ganz im Sinne des kreativen Geistes der Humboldt-Brüder, die zu den wichtigsten Natur- und Kulturforschern der deutschen Geschichte zählen. Das Berliner Stadtschloss ist noch längst nicht fertig. Doch drinnen, im späteren Auditorium, geben die drei Gründungsintendanten den Startschuss für die Arbeit des Humboldt-Forums. Eine der Ideen, die Geschichte der Menschheit erzählen, anhand von Objekten aus den Beständen der Naturkunde- und Kunstmuseen Berlins. Wie das später mal funktionieren soll, wird jetzt schon in der Humboldt-Box gezeigt. Mit der Ausstellung Natur und Kultur am Humboldt-Strom. Offen sein für andere Gesellschaften, deren Kultur und Sichtweisen. Diesen Blick will das Humboldt-Forum eröffnen, auch um dem wachsenden Nationalismus etwas entgegenzusetzen, so einer der Gründungsintendanten. Es geht hier um eine offene, eine großzügige Vision der Welt. Das Gegenteil dieses immer wachsenden Nationalismus. Das preußische Barockschloss war im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt und zu DDR-Zeiten gesprengt worden. An dessen Stelle ließ die DDR-Führung den Palast der Republik errichten. Er war Sitz der DDR-Volkskammer und diente als Ort für große Kulturveranstaltungen. Der Entschluss, an gleicher Stelle ein neues Stadtschloss mit zum größten Teil historischen Fassaden zu errichten, sorgte für viel Streit weit über Berlin hinaus. Der Palast wurde abgerissen. 2019 soll das Humboldt-Forum voraussichtlich eröffnet werden. Bislang liege man im Kostenplan, so die Kulturstaatsministerin. Was das Thema Kosten angeht, haben die Gründungsintendanten noch einen ganz speziellen Wunsch. Der Eintritt ins Humboldt-Forum sollte frei sein.